Oh, oh. Was ist das? The one who helps the sinner. Ein neuer Gegner. Ein neuer Bösewicht. Ein neuer Gatekeeper. Wie hieß das denn mal? Wächter. Ein neuer Wächter. Wärter. Gefängniswärter, ne? Genau. Gatekeeper sind hier diese Leute wie Lanier und der hier. Wie hieß der nochmal? Aber das sind das. Diese Monster sind die Gefängniswärter. So. Mal gucken. Lesen wir das mal. Was es hier so für Updates gibt. Okay. So. Anscheinend möchte der Priester da die beiden verheiraten, weil er hofft, dass die beiden Familien sich dann wieder vertragen. Sprich mit Lanier. Dann. So, you've delivered Romeo's letter to Juliet. Such passion moves my very soul. Was stand denn da im Brief? But we have other concerns. The beasts harangering the outskirts of Verona. I fear that the shadows of tragedy may fall over all of Verona before the curtain falls on Act 2. Akt 2, okay. Szene 3. Wir wissen nicht, was passieren wird hier. Wahrscheinlich nochmal ein paar Monster kloppen. Leider wird wahrscheinlich meine Transformation nicht ganz ausreichen. Aber ich könnte mich ja auch wieder neu verwandeln. Ich muss ja nicht genau um die Uhrzeit machen. Das ist halt nur so Gewöhnungssache. Ey, meine Karte ist wieder weg. Warum verschwindet die immer? Okay, die möchte also zur Kapelle, um zu beichten. Oh, was haben wir hier? Was macht diese Geräusche? Bär? Na, ein Leopard. Oh, aber ich habe hier nur die Skelette. Komm. Nochmal. Und hinterher springen. Der hat hier mehr ausgehalten. Wo ist denn jetzt der Leopard, den ich gesehen habe? Ich will den Leoparden haben. Ja. Jetzt habe ich das Rampenlicht. Also, kommt jetzt noch so ein kleiner Boss oder nicht? Ui, Shakespeare. Run. Run heißt der nächste Bösewicht. Ja, da hat er gelogen.
Die ist zur Kirche gegangen, um zu heiraten und nicht um zu beichten. Nee, nee, nee. Oh, ich habe 200 Decks und ein Skill, einen Titel bekommen. Super. Wieder mit Lanier sprechen. Okay. Was haben wir hier? Wer ist denn diese? Ach, das ist Julia, die zu ihrem Vater geht. Ist doch ihr Vater, oder nicht? Okay. Do you recall the events of Act 2, Scene 3? After confessing their love, sweet Romeo and Juliet were joined in marriage. And now it seems a new story is being written. Is that disappointment in your manner? Okay. Warum sollte ich enttäuscht sein? Gut. Akt 3, Szene 1. Ein neuer Akt. Und die erste Szene davon. Was mag wohl passieren? Pat, pat, pat. So, ab ins Theater. Komm. Vorhänge auf. Ah. Oh nein, die werden sich wieder streiten, obwohl es denen doch verboten wurde. Fiddlestick. Was? Gestern? Gentlemen, for shame. Forbear this outrage. Hold, Tybalt. I am hurt. What? Art thou hurt? A scratch. Oh, Mary, 'tis enough. Courage, man. The hurt cannot be much. No, 'tis not so deep as a well, nor so wide as a church door. But 'tis enough. Ask for me tomorrow. You shall find me.
Grim Man. Why the devil came you between us? I was hurt under your arm. I thought all for the best. I thought all for the best. A plague on both your houses. They have made worm's meat of me. I have it, and soundly too. Your houses! Oh, Romeo. Hui, was ist das denn für ein Smash? Cool. So. Wird er jetzt den Tibalt umbringen? Aus Rache? Was mache ich denn jetzt? Warte ich noch? Aha. Tschup, tschup. Komm, geht näher dran. Und dann. Leider kann er nicht hinterher springen. Aber wieder einen schönen Smash machen. Krapp. Und. Er ist tot. Stadt der Tragödie? Hieß das, oder wie? Okay. Müssen wir wieder zurück zu Lanier? Oder können wir hier bleiben? Ja, wieder zurück. Ich glaube, hier hatte ich aufgehört. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich werde es aber trotzdem weiterspielen. So, Romeo und Julia lesen. So. Okay. Dann mal schauen. Wie geht's weiter? In his blind rage, Romeo slain the kin of his beloved. Perhaps Tibalt's eye from the masquerade was the progenitor of this tragedy. In payment for the senseless deaths of Mercutio and Tibalt, the Lord of Verona has banished Romeo. Your help is needed once more, dear Moosby. Aha! Romeo wurde verbannt? Ja. Ich glaube, das hatte ich nicht gemacht. Noch nicht. Also, Akt 3, Szene 2. Ja, dann sehen wir uns doch auf Laterne, ne? Hat die keinen Mund? Die Moosbär hat keinen Mund. Böp. So. Ey, nicht mehr, wenn die lacht. Warum der Mund fehlt? Naja, wir sehen uns auf Laterne. Tschüssi. Gut, hier sind wir mit Laterne. Genau an der Stelle, wo wir mit Moosbär aufgehört haben. Akt 3, Szene 2. Gehen wir mal rein. Ah, ich habe Ton vergessen anzumachen. Oh, Mist, 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 Mist. Upsala. Oh, je, je, je. Ton war ungefähr so, ne? So und so. Gehen wir jetzt hier,
was machen? Gegen Skelette kämpfen? Aus irgendeinem Grund? Ah, ich habe meine Skills nicht gerankt. Das auch noch. Ich bin total unvorbereitet hier. Eieiei. So. Mist. Hey. Komm, Drache, du musst auch ein bisschen kämpfen. Da. Da, eieiei. Gut. Mann, 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 habe ich nicht an die Sachen gedacht. Skills, Ranken und so. Da hätte ich gleich mit Moosby weitermachen können. Weil die schon ein bisschen mehr Skills hat als Laterne im Moment. Also hochgerankte Skills. Darum werde ich mal jetzt hier verwandeln. Warum habe ich hier diese Dingens? Die Nurse zu beschützen. Ah, das Vieh hier hat das Rampenlicht. Ui, komm. Stirb und gib mir das Rampenlicht. Ich will's haben. Nun, komm. Greif mich an. Nicht da. Ah, Mist. Greif die mir einfach mein Skelett an. Wie nennt man das? Kill Steel? Nicht wahr? Okay. Romeo muss also die Julia wieder besuchen gehen? Ach ja, genau. Hatte der während des, wo die angefangen haben zu kämpfen. Tibalt und Mercutio. Tibalt hat gemeint, dass Romeo im Fest gestern ihm nicht gefallen hat. Das heißt also, Romeo und Julia haben sich auf dem Fest kennengelernt und am nächsten Tag direkt geheiratet? Naja, sprich wieder mit Lania. Oder Lanier? Vielleicht Lanier. Gut. Julia hat sich entschlossen, Romeo zu vergeben. Der Tibalt war, weiß nicht, der Cousin oder so von Julia? Der hatte ja diesen einen alten Mann Onkel genannt, oder? Juliet's ring represents her love and support twice over. How she delivered it to her despairing Romeo. Her strength and wisdom is established. Romeo and Juliet, the time has come. So. Akt 3, Szene 3. Ein leeres Manuskript, das sich wohl schreibt, wenn wir hier diese Mission machen. Okay, ich wollte ja die Skills hochmachen, ne? Mache ich aber lieber offscreen, oder?
weil das hat dann so viele Fenster offen und so. Also, ich brauche auf jeden Fall Combat Mastery. Plop. So, dann könnt ihr mal sehen hier, wie es aussieht. Ach, nicht Critical, sondern Combat Mastery. Wenn man hier ständig die Skills hochranken muss, weil man ja ständig wieder zurücksetzt. Wie doof. Das ist ziemlich nervig. Ich wünschte, man könnte da irgendwie so auswählen, wie viel man auf einmal ranken möchte, aber das ist wahrscheinlich so selten, dass die Leute hier dieses System ausnutzen, dass die Entwickler gar nicht daran denken, es diesen Leuten leichter zu machen mit dem Zurücksetzen und wieder Hochsetzen. Ah, so. Abwehr ist immer gut. Kriege ich immer schön extra HP und Abwehr und Protection. Aber nur wenn Abwehr erfolgreich benutzt wird. Counterattack habe ich auch nicht so hoch. Überhaupt meine Combat Skills sind nicht sehr ausgebildet. Also ich habe fast alle Magie auf Rang 1. Und im Augenblick arbeite ich an Alchemie und mir fehlen noch zwei Musikskills, die ich auf Rang 1 machen muss. Dann kriege ich diesen Maestro-Titel, glaube ich. Und ja, dann habe ich alle Musikskills auf Rang 1. Und dann mache ich die wieder zurück. Dann werden die wieder zurückgesetzt, weil ist halt so. Dann lerne ich wieder Alchemie weiter und so. Ja, Magie muss ich noch weitermachen. Da fehlen mir noch ein paar diese Abwehrskills in Magie, diese Magic Shields, Lightning Shield, Fire Shield und so, die muss ich noch ranken. Und sonst ist eigentlich alles gut ausgebildet in Magie. Und in Alchemie fehlen mir die Combat Alchemy, also Battle Alchemy Skills. Aber Transmutation habe ich schon fast erledigt. Also mir fehlt dann nur noch Synthesis von Rang 5 bis Rang 1 oder so. Und vielleicht hole ich mir dann diese Trainings Potions. Aber ich habe im Moment kein Geld mehr. Gut. Gehen wir hier rein. Mit hohen Skills.